Ich freue mich, heute wieder hier zu sein. Sie können sehen, das Blau ist zwar noch da, aber vor einigen Monaten hätte da TU München gestanden. Jetzt bin ich hier für die RWTH Aachen. Und ja, wenn ich gefragt werde, ob ich jetzt, also was ich jetzt sei, außer Wissenschaftlerin, finde ich es immer sehr schwierig, ob ich sage, ich bin Landschaftsarchitektin oder ich bin Landschaftsplanerin oder ich bin beides. Und ein bisschen steht diese Frage für mich auch für die Frage der Naturen, Kulturen, weil wenn ich sage, ich bin Landschaftsarchitektin, dann habe ich dieses Gestalterische sehr im Auge und fühle mich auch für die menschliche Gesellschaft sozusagen verantwortlich. Wenn ich sage, ich bin Landschaftsplanerin, dann fühle ich mich vielleicht mehr der Abiotik und Biotik verpflichtet und auch letzten Endes mit dem Schutz der natürlichen Ressourcen. Genau, von daher sage ich manchmal beides, manchmal das eine, manchmal das andere, aber hier rede ich eigentlich eher allgemein von Planung im Sinne von räumlicher Planung. Mein Forschungsfeld waren für meine Doktorarbeit waren Ökosystemleistung und grüne Infrastruktur und dann die Frage eigentlich, wie hängt das mit Multifunktionalität als schon einem eigentlich älteren, etablierten, planerischen Konzept zusammen? Diese Begriffe haben wir auch die letzten Tage öfter gehört, sind ja sehr populär geworden und eigentlich ist immer die Frage, ist das jetzt was Neues? Hat das jetzt irgendwie ein Potenzial oder eine Relevanz für die Planung oder nicht? Genau, damit habe ich mich auch sehr mit der Frage der Planungspraxis auseinandergesetzt. Also ich habe mich immer auf den urbanen Raum beschränkt und geschaut, wie ähnlich oder anders ist dann eigentlich das, was mit diesen beiden Konzepten transportiert wird. Eingebunden war die Forschung in eigentlich drei Forschungsprojekte. In Urbis ging es um urbane Ökosystemleistung, in Green Search ging es um die grüne Infrastruktur, das BFN-Projekt auch zur grünen Infrastruktur haben wir schon gesehen. Und jetzt mein neuestes Projekt, auf das ich am Ende noch eingehen würde, ist das ProGREC. Genau, aber erstmal zur Multifunktionalität. Im Wortsinne bedeutet Multifunktionalität ja nur, dass etwas viele Funktionen hat. Jetzt zum Beispiel so eine Karte aus Liverpool, da wird einfach für jeden Freiraum geschaut, wie viele Funktionen könnte man jetzt unterlegen und man sieht dann eben, dass viele Freiräume so zwischen 2 und 5 Funktionen haben und dass es wenige gibt, die sozusagen 20 Funktionen haben und diese Art der Messbarmachen und dieses Sichtbarmachen der Funktionen oder in anderen Kategorien dann Leistungen entspricht so gesehen sehr dem Zeitgeist, sehr diesem Konzept auch der Ökosystemleistung, dass man eben versucht, die Leistung der Natur zu klassifizieren und was dann aber eben auch oft dazu führt, dass man sich auf die fokussiert, die sich sehr gut messen lassen. Das sind so die Bereitstellung von Ressourcen und die regulierenden Leistungen, dass so die Frage der biologischen Vielfalt immer so ein bisschen, dass man davon ausgeht, wenn man viele Ökosystemleistungen hat, dann wird das mit der biologischen Vielfalt wahrscheinlich auch schon stimmen und dass man die kulturellen Leistungen dann doch ganz gerne mal ausklammert oder wiederum Leute hat, die sich nur auf die kulturellen Leistungen spezialisieren, weil die Denkweisen und Herangehensweisen eben doch sehr unterschiedlich sind. Genau. Neben dem Klassifizieren geht es eben, wie gesagt, um das Messen und Monetarisieren. iTree ist so ein relativ beliebtes Tool. Wir haben zum Beispiel mit der Stadt Edinburgh zusammengearbeitet und die waren sehr stolz auf diese Studie, wo dann am Ende sozusagen rauskommt, dass die gesamten Bäume ungefähr 2 Millionen Euro sozusagen an virtuellem Gewinn erwirtschaften und dass jeder Hektar, der mit Bäumen oder mit Gehölz bestanden ist, 180 Euro pro Hektar im Jahr generiert. Genau, aber hier ist auch wiederum der Fokus nur auf eigentlich so regulierende Leistungen, Reduzierung der Schadstoffbelastung, Kohlenstoffspeicherung und Reduzierung des Regenwasserabflusses. Genau, aber wie gesagt, die Städte, die damit arbeiten, sind in der Regel sehr froh über diese Studien und sagen, das ist etwas, das wir sehr gut im politischen Diskurs verwenden können. Und nutzen das eben für kommunikative Zwecke oder zur Bewusstseinsbildung. Ich frage aber, wie nutzt man das jetzt in der räumlichen Planung? Da kann man vielleicht die grüne Infrastruktur, die wir schon hatten, einführen, die eben sagt, also wir hatten eine ähnliche Definition, das ist jetzt die, die von der EU kommt,
Der Unterschied ist, glaube ich, dass zu der vom BFN, dass dort Ästhetik drin stand. Hier ist es eigentlich eine recht naturwissenschaftliche Sichtweise auf diese Ökosystemleistungen. Und für uns war eben in den Forschungsprojekten die Frage, wie überträgt man das jetzt auf Städte? Man sieht hier zwar so Gründächer als mögliche grüne Infrastruktur, man sieht einen extensiv genutzten Businesspark, aber was bedeutet das jetzt eigentlich in der Stadt? Und da möchte ich eben kurz auf zwei Projekte eingehen. In dem GreenSearch haben wir eben versucht, Prinzipien zu identifizieren, an die Planer sich richten können, wenn sie sozusagen grüne Infrastruktur entwickeln möchten. Und von diesem Ansatz über der EU, der auch eher so aus dem Biodiversitätsschutz und aus der Richtung Ökologie kommt, haben wir dann gesagt, okay, aber man muss halt in der Stadt den Mensch noch mal klarer da reinbringen. Beim BFN-Projekt war es sehr interessant, weil wir, also das BFN ist das Bundesamt für Naturschutz, das heißt Naturschutz ist das Thema, was sehr wichtig sein musste. Und gleichzeitig haben wir aber auch mit vielen Städten viele Landschaftsarchitekten dabei gehabt. Und da haben wir wirklich sehr intensiv verhandelt, wie jetzt das Verhältnis zwischen Ästhetik und sozusagen ökologisch orientierter Gestaltung sein muss. Und dort haben wir dann auch mehr sozusagen die gestalterische Perspektive eingebracht, was aber auch harte Kämpfe waren, wo es dann auch um die Frage der Nutzbarkeit für den Menschen geht, wo dann gesagt, die einen sagen, natürlich ist ein Fahrradweg Teil der grünen Infrastruktur und die anderen sagen, auf gar keinen Fall, die grüne Infrastruktur hört da auf, wo die Vegetation aufhört. Und das sind dann eben sehr, funktioniert in der Stadt irgendwie nicht. Diese Mischung aus Technik, Natur und Kultur, die ist einfach gegeben und man kann es gar nicht aufdröseln. Auf jeden Fall in beiden Konzepten ist, wo ist es jetzt? Die Multifunktionalität, hier haben wir es mehrfach Nutzen und Vielfalt fördern genannt, ein wichtiges Prinzip. Und ich habe ja schon gesagt, dass es eigentlich ein relativ altes Konzept ist. Beispielsweise bei einem Forschungsprojekt in Hannover, das lief, während ich Studentin war, wurde dieses Konzept entwickelt. Da ging es um eine Fläche in der Nähe der Expo, den Kronsberg. Und da wurden diese drei Typen entwickelt. Und da ging es in dem Fall darum, dass man landwirtschaftliche Nutzung, Naturschutz oder den Artenschutz mit der Erholung zusammenbringen möchte. Und da kann man eigentlich schon den Unterschied eben sehen, dass es da um sinnvolle Raumnutzung und Raumgestaltung geht. Also das erste Prinzip, Das erste Prinzip sagt eben, dass es Nutzung gibt, die sich nicht miteinander kombinieren lassen. Die trenne ich dann auch sinnvollerweise und versuche nicht alles in einen Topf zu bringen. Dann gibt es eben die gewichtete Multifunktionalität, dass man sagt, okay, zum Beispiel die extensive Weidenutzung durch Schafe lässt sich mit Naturschutzzielen vereinbaren, während die Erholungsnutzung sich in einem gewissen Außenbereich abspielt. Und der dritte Typ, den man in Hannover versucht hat umzusetzen, ist eben alles gleichwertig auf der gleichen Fläche umzusetzen. Da wurde eben versucht, etwas für gefährdete Arten auf diesen Trockenstandorten zu tun, die gleichzeitig als Aussichtshügel funktionieren und das Ganze dann noch mit Schafbeweidung macht. Und da denke ich, kann man auch, also im Hannover-Projekt wurden sehr viele Erfahrungen gesammelt, was eben auch die Grenzen sind, dass dann natürlich jeder auch bereit sein muss, Abstriche zu machen und dass man nicht das Maximum an Naturschutz oder das Maximum an Landwirtschaft oder auch nicht das Maximum an Erholung dann rausholen kann. Genau, und in der Regel bedeutet das eigentlich auch, dass ich eben Platz brauche, dass es eben je weniger Fläche ich zur Verfügung habe, umso weniger Spielraum habe ich auch. Als erstes Zwischenfazit würde ich aber sagen, so zum Thema Ökosystemleistung würde ich eben schauen, wie kann sich das mit den etablierten Herangehensweisen ergänzen, dass man das immer nicht versucht gegenüberstellen, man macht das eine oder das andere,
sondern schaut, was sind die Stärken. Und ich denke, bei den Ökosystemleistungen sind diese regulierenden Leistungen etwas, was wirklich noch mal stärker Gewicht bekommen kann, was sich, wie gesagt, auch recht gut in Zahlen darstellen lässt. Aber gleichzeitig gibt es eben auch sehr viel Wissen, wie man mit Biodiversität umgeht. Und das ist eben kein Selbstläufer. Wenn ich das Stadtgrün für Beschattung planen würde, dann kommt was anderes raus, als wenn ich gleichzeitig die Frage der biologischen Vielfalt berücksichtige. Und genauso bei den kulturellen Funktionen, denke ich, gibt es eben ganz viel Wissen, was dann im Konzept der Ökosystemleistung zu kurz kommt. Und da ist halt eben die Frage, wie man das schafft, weil in der Regel sind es eben auch unterschiedliche Personen, die Expertise in dem einen oder anderen Bereich haben. Das heißt dann eben, dass man wirklich integriert arbeiten muss und inter- oder transdisziplinär im Idealfall arbeiten muss, damit man das zusammenbringen kann. Und das führt mich, wie gesagt, zu meinem aktuellen Projekt. Das heißt ProDREC, Productive Green Infrastructure for Post-Industrial Urban Regeneration. Das ist ein EU Horizon 2020 Projekt, was über 5 Jahre läuft mit insgesamt 32 Partnern in Europa. Es kommen noch welche aus China höchstwahrscheinlich dazu. Und das Gute sozusagen, hier hat man auch einen Learning Lab oder einen experimentellen Ansatz, dass die Städte, die dabei sind, auch wirklich Geld bekommen, um Dinge umzusetzen. Genau, unsere Städte sind Dortmund, Zagreb, Turin. Es kommt noch Ningbo hoffentlich dazu. Und dann haben wir noch 4 Städte, die sozusagen Beobachter des Prozesses sind, die später überlegen sollen, wie die Erfahrungen, die in den anderen Städten gesammelt wurden, umgesetzt werden können. Und dann haben wir noch eine ganze Reihe weiterer wissenschaftlicher Partner oder Kommunikationsexperten. Genau. Das ist jetzt keine offizielle Darstellung aus dem Projekt, aber das ist jetzt mein Versuch, die Ambitionen des Projekts zusammenzufassen. Wie gesagt, wir sind in Urban Learning Labs aufgestellt und in allen Urban Learning Labs gibt es Forschungspartner, es gibt kommunale Partner, es gibt NGOs und es gibt Firmen, Businesses. Und die Ziele, die das Projekt verfolgt, ist, dass man Wissenstransfer erzeugt und Evidenz herstellt für die Dinge, die wir machen. Die Kommunen haben eben ein Interesse an Stadterneuerung. Partizipation spielt eine wichtige Rolle. Co-Design. Es geht auch darum, Geschäftsmodelle zu entwickeln, neue Technologien und eben Pilotprojekte zu starten. Was wir genau machen wollen, ist, dass in den 3 Städten, in denen wir richtig was umsetzen wollen, Gebiete identifiziert haben, die sich zur Regeneration eignen oder bedürfen. Und, okay, habe ich ja noch richtig viel Zeit. Und wir haben uns so gesehen 8 sogenannte naturbasierte Lösungen rausgesucht, die in unterschiedlichen Konstellationen umgesetzt werden sollen. Die reichen davon, dass Boden hergestellt werden soll, der nutzbar ist für die Forstwirtschaft, dass wir eben für die urbane Forstwirtschaft und urbane Landwirtschaft, dass wir urbane Landwirtschaft und Urban Gardening fördern wollen, dass wir auf den Flächen, die sich eben nicht für landwirtschaftliche Nutzung eignen, Aquaponics installieren wollen, dort wo Gebäude sind, dass wir Gebäudebegrünung vornehmen, dass Flüsse zugänglich gemacht werden und überhaupt die Zugänglichkeit der Gebiete verbessert wird und noch einige andere Sachen. Genau. Für diese Maßnahmen soll bewertet werden, was ist deren Beitrag zur soziokulturellen Inklusion, zur Gesundheit und Wohlbefinden, zur ökologischen Regeneration und Umweltauswirkungen, was sind die ökonomischen Vorteile und was sind die möglichen Beiträge zum Arbeitsmarkt. Genau, wir stehen zum Glück noch ganz am Anfang, von daher können wir jetzt alle diese hehren Ziele noch
stolz vor uns tragen. Man merkt aber natürlich schon, wie hart eben die Verhandlung ist. Die wissenschaftlichen Partner haben natürlich ihre Ideen, wie sie Gesundheit und Wohlbefinden messbar machen wollen. Und da geht es eben auch, dass jeder möchte belastbare Zahlen produzieren. Und aber wie man die qualitativen Auswirkungen erfasst, das ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Und da gibt es dann auch so eine gewisse Scheu zu sagen, ich möchte aber doch nicht irgendwie sagen, ja, ich möchte doch nicht qualitative Ergebnisse haben, ich möchte doch die Zahlen haben, mit denen ich in die Peer-Reviewed Journals kommen kann. Genau, ein Beispiel, weil das eine ganz schöne Überleitung zur Mascha ist, möchte ich sagen, das sind die Aquaponics, was ja erstmal eben auch ein technisches System ist, oben die Pflanzen, unten die Fische, es gibt einen Kreislauf aus Nährstoffen, es gehen Nährstoffe rein, am Ende sollen Fische und Gemüse bei rauskommen. Das soll aber eben nicht nur dieses technische System haben, es soll halt auch eine soziale Funktion haben. Hier haben wir eine Masterarbeit, wo eine Studentin eben überlegt hat, wie könnte dann dieses Aquaponik Teil eines Nachbarschaftszentrums werden, wie könnten eben Menschen das auch mitgestalten, gemeinsam aufbauen, gemeinsam nutzen. Und das wird dann zusammen mit der Stadt, mit Unternehmen, die sich auf solche Techniken spezialisiert haben und mit NGOs vor Ort versucht umzusetzen. Okay, da bin ich eigentlich auch schon am Abschluss. Also ich habe ja diese zwei Konzepte, Ökosystemleistung, grüne Infrastruktur und eigentlich noch das dritte mit den naturbasierten Lösungen eingeführt. Und eigentlich sind sie ja alle relativ ähnlich. Und man kann sich eben fragen, ob man die eigentlich überhaupt braucht. Und da würde ich ganz klar Jein sagen. Der Vorteil ist einfach, dass die Deutungshoheit ist sozusagen oft noch nicht so geklärt. Wenn ich eben sage, Landschaftsarchitektur, Naturschutz, Design sind dann schon Begriffe, die sozusagen einer bestimmten Gruppe mehr oder weniger gehören. Und Ökosystemleistung, grüne Infrastruktur, naturbasierte Lösungen, da ist es vielleicht noch nicht so klar. Von daher ist es möglich, Diskursräume zu eröffnen, wie man dann in dem BFN-Projekt halt die Landschaftsarchitekten und die Naturschutzvertreter zusammengebracht hat und versucht zu diskutieren, auf was können wir uns denn jetzt gemeinsam einigen und können wir jetzt sagen, dass die jeweiligen Interessen gleichwertig sind. Das heißt, irgendwie nicht, dass sie zusammengemischt werden und dass es dann reibungslos funktioniert, aber dass man wenigstens gegenseitig anerkennt, dass man es nicht getrennt voneinander denken darf. Das heißt, sie bieten halt dann das Potenzial, soziokulturelle Aspekte, technische, ökologische, ökonomische, nochmal neu zu verhandeln. Gestern wurde ja das mit der Verdauung angesprochen. Ich weiß nicht, ob ich das Bild ganz zu Ende denken möchte, aber selbst wenn da nichts Brauchbares rauskommt, ist es ja zumindest vielleicht Dünger für den Aquaponik oder so. Und nochmal zur Multifunktionalität. Die kann so ein, also es kann ein bisschen eine Klammer zu sein. Man sagt, dieses Multifunktionalität bedeutet eben, dass ich nicht nur sage, ich kümmere mich jetzt um die regulierenden Funktionen, dann ist es so gesehen nicht multifunktional, aber ich kann auch nicht sagen, ich kümmere mich jetzt nur um die Erholungsbelange, sondern dass man Multifunktionalität sozusagen als Appell dieser integrierten Betrachtung sehen kann. Genau, wofür kann man jetzt die Konzepte brauchen oder welches Konzept brauche ich wann? Also unserer Einschätzung nach kann man sagen, sie können eben als Türöffner funktionieren. Die Frage ist aber, wann und wo. Und Ökosystemleistung ist eben so, ja, immer wenn es um die Leistung und Bewertung geht, also wenn man Akteure hat, die jetzt eher naturwissenschaftlich orientiert sind oder ökonomisch orientiert sind, kann es so gesehen eine Möglichkeit sein. Bei der grünen Infrastruktur kann man die räumlichen und planerischen Akteure möglicherweise dafür interessieren und Stadtplaner, Planer, die für andere Infrastrukturen, Ökologen und Landschaftsarchitekten zusammenbringen. Und bei den naturbasierten Lösungen, die sind jetzt so das neue
Must-Have-Word, was sozusagen etabliert wurde. Wenn man Fördermittel von der EU haben will, kommt man im Moment sozusagen dann nicht dran vorbei. Also da kann ich jetzt nur spekulieren, ob es einfach so ist, weil man für jede Förderperiode eben was ein neues Konzept braucht oder ob man sich eben davon erhofft, dass man sagt, okay, dieses lösungsorientierte Natur ist drin, eröffnet vielleicht auch wieder was Emotionales, Lösung ist gut, es hat aber auch eine technische Komponente und ja, dass man vielleicht hofft, dieses technische und auch das politische Level dadurch besser ansprechen zu können. Genau, das waren eigentlich die Überlegungen.